Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Das Dumme ist, wir können uns keine Waffe mitnehmen. Wir bräuchten erst wieder welche von diesen blauen Dingern. Wollte ich gerade sagen, einfach mal eine skurrile Welt machen? Ja, lass mal so eine skurrile Welt probieren. Okay. Nimm mir auch das Ding hier wieder. Tutorial skurrile Welt. Ziel. Die skurrile Welten sind kurze, chaotische Rennen gegen die Zeit. Am Ende wartet die rätselhafte Wächterin mit einer tollen Belohnung. Das Ziel ist es, deine Fracht eine skurrile Station abzuliefern, bevor sie dein Schiff in die Luft jagt. Kein Schotti, kein Werkzeug, nur Geschick, Spaß und etwas Glück. Okay. Okay. Das heißt, wir können nicht reparieren? Okay, dann setz dich mal an dein Geschütz, Sunny. Projektil und Laser in geringer Reichweite. Grüne Station. Sunny! Station explodiert. An die Geschütz. Achso, die. Ist das denn die Drohne? Ja. Was sind denn die Gegner? Ich habe keine Karte. Denkt man, dass wir weiter geradeaus müssen erstmal? Na, du musst erstmal wieder durch das Tor. Au! Ups! Hab die Drohne verloren. Ich bin gespannt, wie das jetzt läuft. Haben wir jetzt einen Boss-Rush oder so? Sieht so aus, ne? Sieht auf jeden Fall nach einem Rush aus. Oh Gott, das wird ja spaßig ohne Möglichkeiten zu heilen. 5 Schlüssel? Ne, 4. 4, oder? 4. Aber warum so viele Schlüssel? Vor allen Dingen keine Karte. Kai? Auf Erkundungsreisen in den skurrilen Welten stehen dir keine Werkzeuge zur Verfügung. Aber manchmal stoßen besiegt die Gegner diverse Pickups ab. Pickups löschen Feuer, beseitigen Virenausbrüche, reparieren das Schiff oder halten die Zeit einige Sekunden an. Dann okay. Ich mach mehr Schaden im Nahkampf, ne? Wenn ich die ramme. Ja, ich mach richtig viel Damage, wenn ich die ramme. Mine, wenn sie irgendwo gegenschießt, ist doch eine Explosion, oder? Kannst man das da rechts aufsprengen? Nicht mich! Entschuldige, die Mine ist. Diese Drohne ist echt schwer zu kontrollieren. Okay, es zählt nicht dafür. Schade. Nee, es sind 5 Schlüssel. Guck, wir haben schon 3. Okay. Ja. Na, Kampf! Freeze! Ich glaube, wir müssen einfach nur die Schlüssel sammeln, alle. Wir können das Feuer eh nicht löschen. Ignoriert das einfach. Der Boxenstopp hat ja so gut wie gar nichts. Oh, ja, Freeze. Um Gottes Willen. Geh mal Richtung Schlüssel am besten. Das sagt sich so leicht, wenn ich umzingelt bin. Sunny, wie soll ich mich bewegen, wenn um mich herum komplett Gegner sind? Ich kann keine Lücke lassen. Ja, die Reichweite der Waffe ist nicht hoch genug. Ich treffe das Ding nicht. Jetzt. Da ist auch der Feuerlöscher, den wir brauchen. Rammangriff. Ich glaube, das Timeout verhindert einfach nur, dass die spawnen können. Nee, das so, das wo müssen die Kackschüssel hin? Da ist es. Einfach rein da! Einfach rein da! Und wenn ich die Drohne opfern muss? Ich glaube, ein Schüssel hätte gereicht. Nee, man brauchte tatsächlich alle 5. Da waren 5 Schlösser drauf. Ja. Und
Drifting Debris. Okay, wenn wir keine Waffen geschenkt kriegen, würde ich das nächste Mal tatsächlich auf ein kleineres Schiff gehen. Wenn wir nochmal so diese Rifts hier machen. Wahrscheinlich die Dinger da kaputt machen. Kai? Ich muss mich an die Benutzung dieser Drohne noch gewöhnen. Zumal die Reichweite von der echt kurz ist und wenn die Gegner nah an uns dran sind, besteht das Risiko, dass ich uns ramme. Und jetzt explodiert unsere Achtung, Ladung. Achtung! Was ist los? Die skurrile Station, sie überhitzt. Weidmannsche Evakuierung. Oh, wir waren nicht schnell genug. Aber das war witzig. Ja. Nochmal? Ging ja recht schnell. Waren ja nur 4 Minuten. Jo. 63 Gegner in der kurzen Zeit. Wir haben knapp 5 Minuten Zeit. Oh, das ist heavy. Okay, ich darf nicht einmal stehen bleiben. Du lebst noch. Versuch's nochmal. Ja, aber diesmal dann ein kleineres Schiff, wenn wir eh schon nichts geschenkt bekommen. Können wir dann auch ruhig hier einfach das schnelle Schiff nehmen, ne? Okay, ich speede einfach nur durch. Das da links ist wahrscheinlich der Timer. Ja, okay, ja. Ich habe einen Mörser und du eine Streukanone. Du eine Schrotflinte. Ja. Eine Schrotflinte, ja. Flächenschaden-Kombo. Was sagst du? Flächenschaden-Kombo. Jetzt. Ja, schon irgendwie. Einfach auf alles scheißen, einfach nur wirklich instant erst Teil sammeln und Ausgang. Ist die Devise. Der endlose Eddie. Oh, ihr müsst 25 Gegner fertig machen. Ich suche so lange schon mal das Portal, ne? Ihr konzentriert euch einfach nur darauf, Gegner Platz zu machen. Wir können uns ja auch am Portal prügeln. Also wie immer? Ja, eigentlich wie immer. Zählt das Ding da? Das Ding zählt. Aua! Ihr habt freie Auswahl. Ich versuche diese Teile da auf jeden Fall einzusammeln. Die machen ja, dass der Timer kurz gefriert. Zum Glück ist das Fenster unwichtig mittlerweile. Oh, das war. Komm her. Komm her, Schatz. Okay, jetzt auf die Gegner scheißen, einfach nur Ausgang suchen. Schwummloch wird dir angezeigt. Warum wurde es gerade eh nicht angezeigt? Vielleicht wurde es das und wir waren zu blind. Hyperspeed! Danke! Ging mir aus dem Weg! Als ob wir jetzt zu schnell waren! Um Gottes Willen! Oh Gott! Oh Gott! Alter, ist das heftig! Wer ist das der Vortex? Gegen den Sturm. Autsch. Wohin? Och, wieder 30 Gegner. Okay, wir suchen die Gegnermenge. Das ist kein Gegner, das ist die Wand. Einfach auf Panik auf die Wand geschossen. Ich lass euch einfach machen, ihr wisst schon, was ihr tut. Ich muss nur steuern. Sucht den Ausgang, unsere Zeit läuft ab. Die letzten zwei kriegen wir auch unterwegs noch ab. Das sagt sich so leicht. Wir haben alle. Sucht den Ausgang. Oben, 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 oben. Ja, dann schießt bitte nicht mehr. Oh shit. Außer um Speed zu geben. Ja, ja, ja. Nein! Nein! Wir stehen doch drin! No! Das kann doch nicht wahr sein. Das ist echt knapp bemessen. Wir standen drin. Oh, scheiße. Deswegen suche ich nebenbei den Ausgang, damit wir halt instant dort sind. Warum Hamsterrad? Können wir nochmal zurück?
Chefs vergrößert sich hier super. Also ich habe gehört, wir gehen nochmal zurück und starten neu. Ich glaube, Hamsterrad könnte gar nicht so verkehrt. Mir geht's eigentlich eher um den anderen Kack. Ein Sprengmeistergeschütz? Das ist doch kontraproduktiv. Aber missbraucht den Turbo nicht. Einer von euch macht mir das Leben schwer. Einer von euch. Ja, dann latsch doch wenigstens da rein. Au! Es ist schwer zu steuern, so. Genau, mach einfach den Weg auf. Irgendwie haben wir eine Vibrakeit verloren. Ich weiß gar nicht warum. Ich hab den anderen jetzt einfach kaputt gerammt. Ey, wir kriegen es schon wieder nicht angezeigt. Wo ist der Ausgang? Warum kriegen wir jetzt bei den anderen angezeigt und hier nicht? Da! Mach keinen Speed mehr. Wenn jetzt nochmal das mit den Schlössern kommt, dann RIP. Ich glaube, das ist nur ein Killfeld. Das ist ein Killfeld. Ja, aber diese Türme, ich steuere schon drauf zu. Um Gottes Willen. Ja, gegen die Türme bin ich komplett useless, da kann ich absolut nichts gegen machen. Da muss Kai übernehmen. Ja, aber sie gehen ja relativ schnell kaputt. Sunny! Speed! Bin dabei! Ich will jetzt nur in die obere Richtung. Da kann ruhig Speed drauf. Du kannst nicht reparieren. Da kannst du ja ruhiger dran bleiben. Nee, ich hab nicht dran gedacht, dass man ja. Aber diesmal haben wir noch viel Zeit übrig. Ja, guck mal, das Portal ist auch direkt neben uns. Bist du sicher, dass das nicht einfach so ein. Ah, da. Den hatte ich noch nicht gesehen. Sunny! Ich habe aufgehört. Ich wollte nur schnell von den Gegnern weg. Wo sind wir? Bei der Wächterin. Seid gegrüßt! Ich sehe, ihr habt meinen Feind gefunden. Wunderbar. Nun denn, lasst uns keine Zeit verlieren. Diese skurrile Station kann jederzeit explodieren. Ich muss nur kurz meinen Assistenten rufen. Plauschi! Was zur Hölle? Danke, kleiner Flaumi. Jetzt nimm deine Belohnung und geh. Ich habe sehr viel zu tun. Aber er darf kaputt machen. Was ist denn das, Sunny? Darf man das mal kurz sehen? Offenbar nicht. Nein. Und dafür guck, haben wir uns... Und dafür haben wir uns durchgekämpft. Alter, dafür hast du halt echt kaum Zeit. War dabei. Ja, ich fand, ich habe nicht viel gemacht. Ja, also mit dem Hamsterrad hast du ja halt wirklich nichts gemacht. Das Hamsterrad macht halt gar nichts. So, was haben wir hier? Ich will es wissen. Entschädigt die Kiste, enthält eine zufällige Belohnung. Was macht man damit? Oh. Oh. Torpedo. XXL-Torpedo. Den können wir aber beim nächsten Mal nutzen. Also wir sitzen jetzt hier über eine Stunde und haben eigentlich gar nichts erreicht, Leute. Die neue Welt ist schrecklich. Ja gut, Leute, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ab und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann hoffentlich auch was geschissen kriegen. Bis denn. Ja, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.